Na, Marie? Hm. Aufgeregt? Überhaupt nicht. Und ob ich aufgeregt bin? Mein Herz rast und mein Magen ist ganz flau. Hey. In dem Fall können Sie sich aber ganz vertrauensvoll an mich wenden. Gut zu wissen, Dr. Lindner. Kommen dann später mal in Ihre Sprechstunde. Ja. Wirst sehen, Marie. Dein erster Tag als Assistenzärztin wird ganz wunderbar. Ja, Thomas Richter hat recht. Noch schöner wird's, wenn mich meine Mutter endlich zum leitenden Oberarzt macht, oder? Alles zu seiner Zeit, Markus. So eine Entscheidung muss in Ruhe gefällt werden. Und heute ist erstmal Marie dran. Stimmt. Und wie sagt der Lukas immer? Diese Coolness hat die Mama vom Opa geerbt. Ja. Weißt was? Und von dieser Coolness, da schneide ich mir jetzt eine Scheibe ab. Dann werde ich ganz ruhig. Denk doch einfach dran, dass wir bald heiraten. Na ja, noch nervöser. Sei bitte pünktlich nachher, Frau Dr. Ecker. Selbstverständlich, Professor Lindner. So, wir müssen jetzt auch los. Sollen wir dich gleich mitnehmen? Ich fahre mit dem Motorrad, danke. Okay, bis später. Bis später. Marie? War vorsichtig. Ja. Ach, schau an. Wenn's Augen hätte, dann könnte es Lukas sein. Schon ausgeschlafen? Nur kein Neid. Tschüss, Opa. Marie? Für dich. Für mich? Ja, für deinen ersten großen Tag als Assistenzärztin. Danke. Lukas, das geht doch nicht. Das muss ja Vermögen gekostet haben. Dafür habe ich jetzt einmal Leben retten bei dir gut. Klarer Fall von akutem Herzklopfen. Das hätte ich dir auch ohne dem Ding da sagen können. Danke, ich werde es in Ehren halten. Nervös? Also eine OP am offenen Herzen schaffe ich heute noch nicht. Suchen Sie etwas? Ja, Herrn Borowski, Ralf Borowski. Erdgeschoss, Verwaltung. Ach, danke. Bitte. 170 PS, Einspritzer, scharfes Teil. Ja, und die einzige, wo ich mit den Beinen noch auf den Boden komme. Ein richtiges Biest. Jetzt ich? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Viel Glück. Ich brauche einen Arzt! Wo bleibt denn ein Arzt? Wir haben hier einen Notfall direkt vor der Tür. Könnt ihr mal bitte jemanden rausschicken? Ja, danke. Ich bin Ärztin. Er hat sich sein Bein mit kochendem Wasser verbrüht. Hallo, darf ich mal schauen? Ui, schon vorbei. Wie heißt du denn? Florian. Und weiter? Tremmel. Wie alt bist du denn, Florian? 8. Was wird das hier, ein Ratequiz oder was? Mein Sohn braucht Hilfe. Wir kümmern uns um ihn, ja? Verbrühung der unteren Extremität, geringe Tiefenausdehnung. Er hat starke Schmerzen. Sein Vater hat ihn gerade gebracht. Hey, Chef. Ich bin Mesut. Ich bin heute dein Pilot. Hm? So, dann starten wir mal den Flug. Alles anschnallen und gut festhalten. Komm. So, ist gleich vorbei. Und Sie fahren mit Ihren Wagen weg. Der Krankenwagen kommt so nicht durch. Florian Tremmel, 8 Jahre, Verbrühung zweiten Grades an 5% der Körperoberfläche, Ruhepuls bei 120, ansonsten Kreislauf stabil. Wir brauchen Analgesie und steriles Arbeiten.
um meine Schlüsseländer. Ich riskiere meinen Job für Sie, meinen guten Ruf, alles. Tut mir leid, aber es geht einfach nicht mehr. Herr Borowski, jetzt beruhigen Sie sich. Meine Mutter muss sich bald entscheiden. Sie kann die Stelle des leitenden Oberarztes nicht länger umsitzen lassen. Ich kann aber nicht nochmal Bewerbungen schlechtreden oder ganz unter den Tisch fallen lassen. Ihre Mutter, die wird langsam misstrauisch. Jetzt tun Sie doch nicht so, als ob Sie das nur für mich tun. Sie haben doch auch ein Interesse daran, dass ich leitender Oberarzt werde, oder nicht? Dann erklären Sie mir, warum das so lange dauert. Was weiß ich? Ich vermute, sie hat Angst, dass man ihr Vetternwirtschaft vorwirft. Sie wissen doch, wie sie ist. Wenn es um ihre Klinik geht, dann muss alles ganz korrekt ablaufen. Ja, machen Sie einfach weiter Druck. Stefan, das gibt's doch nicht. Warte, Ralf. Was machst du denn hier? Darf ich vorstellen, Dr. Stefan Jung, Dr. Markus Lindner. Was für eine Überraschung. Was schafft mir denn die Ehre? Ich muss mit dir reden. Es ist dringend. Entschuldigung. Kein Problem. Ich kümmere mich einfach weiter um meine Patienten und Herr Dr. Jung. Komm rein. Du, wenn es um deine Bewerbung für die Stelle des leitenden Oberarztes geht, dann glaub mir, ich habe mir in den Mund fusselig geredet, aber unsere ärztliche Direktorin will lieber ihren Sohn auf die Stelle hieven. Ich fürchte, an dem ist kein Vorbeikommen. Es geht mir nicht um die Stelle. Ich habe sie gefunden. Charlotte. Meine Tochter. Sie lebt. Blutdruck? Systole schon da 10. 510er und 3,2 Milligramm Tentil zur Sedierung. Ich verlange, dass Frau Professor Lindner persönlich sich um meinen Sohn kümmert. Worauf warten Sie? Wir machen jetzt das T-Shirt hoch, da bekommen ein paar lustige Aufkleber drauf, ja? Schau mal, so sehen die aus. Ja? Eins, zwei. Knopfschere. Wir brauchen Ketamin gegen die Schmerzen. Legst du den Zugang? Ja, Tremmel. Ja, hallo, guten Tag. Handy aus. Ja, natürlich, klar. Wie schwer ist Ihr Sohn, Herr Tremmel? Ja, das mache ich. Natürlich. Kein Problem. Ja? Vielen Dank. Was soll das? Frau Dr. Wilson braucht eine Antwort von Ihnen. Wie schwer ist Florian? Keine Ahnung, sowas um die 30 Kilo. Woher soll ich das so genau wissen? Was ist hier los? Ach, Frau Professor Lindner, ich erwarte, dass Sie meinen Sohn behandeln. Und zügeln Sie Ihre Mitarbeiterin. Die Dame führt sich auf, als ob das Krankenhaus ihr gehören würde. Kreislaufstabiler Junge, Verbrühung zweiten Grades. Ich habe ihn gerade verkabelt und die Analgesie ist organisiert. Womit? Ketamin. Raus. Entschuldigung, mein Handy... Ist das passiert? Ja, er hat den Wasserkocher umgestoßen. Schwester Henriette, wo bleibt das Ketamin? Ich brauche 8 Milligramm. Es ist kein Ketamin mehr da. Dann holen Sie welches aus der Intensiv. Ist der Junge gegen irgendwelche Medikamente allergisch? Ich denke nicht, nein. Gleich sind die Schmerzen vorbei, dann kümmern wir uns um dein Bein. Der Zugang ist noch nicht gelegt, warum? Den wollte Marie legen, aber die musste ja raus. Ich mach das schon. Frau Dr. Wilson, im anderen Schrank ist auch kein Ketamin mehr. Das ist völlig unmöglich. Darum kümmern wir uns später. Kurz Narkose vorbereiten. Johanna, du willst doch nicht. Hast du eine bessere Idee, dem Jungen die Schmerzen zu nehmen? 10 Milliliter Propofol. Herr Tremmel, würden Sie bitte draußen warten? Ja, aber... Danke. Shirley, sowas darf nicht passieren. Ich verstehe das selber nicht. Ich sorge immer dafür, dass wir genug Medikamente haben. Mesut, wieder zu lahm. Damit sich der Junge an diese Tortur nicht mehr erinnert.
Charlotte ist immer noch irgendwo in Haiti. In einem dieser Notlager. Du musst dich irren, Stefan. Ich meine, das kann doch einfach nicht sein. Man hätte uns doch längst informiert, wenn es wirklich... Jetzt schau dir das Bild doch mal ganz genau an. Sie ist es. Ich weiß nicht. Das Kind im Hintergrund ist doch kaum zu erkennen. Sieht wie tausend andere Kinder aus. Wie willst du so sicher sein, dass das Charlotte ist? Ich bin ihr Vater. Ich brauche deine Hilfe, um sie zu finden, Ralf. Du bist doch nach dem Erdbeben extra in Haiti geblieben. Hast jeden noch so kleinen Stein umgedreht, überall nach ihr gesucht. Stefan, hör auf, einem Phantom hinterherzulaufen. Es ist schrecklich für uns alle. Aber Charlotte ist tot. Siehst du die Kisten? Das sind Hilfslieferungen aus Deutschland. Und hier die Nummer. Die ist ganz deutlich zu erkennen. DE7738SO4. Anhand dieser Nummer kann man die Kiste doch genau zuordnen. Ralf, du schickst schon ewig Hilfslieferungen nach Haiti. Ja, und du hast dort lange Zeit als Arzt gearbeitet. Aber bei meiner Suche nach Charlotte bin ich einigen Leuten unangenehm geworden. Du hast immer noch die Kontakte, um rauszufinden, wo die Kiste herkommt und wohin sie geschickt worden ist. Wenn ich das weiß, kann ich Charlotte da rausholen. Du willst zurück nach Haiti? Obwohl du weißt, dass du diesen einflussreichen Leuten dort auf die Füße getreten bist, ja? Die haben Millionen Hilfsgütern verschwinden lassen, während die Leute auf der Straße verreckt sind. Stefan, wenn du dorthin fliegst, dann ist das wie eine Provokation. Die töten dich doch auf der Stelle. Deshalb musst du Charlotte für mich finden. Ich flieg hin, hole sie und bin wieder draußen, bevor die gemerkt haben, dass ich da war. Was sagt denn Isabel dazu? Wir lassen uns scheiden. Aber Isabel war doch immer wie eine Mutter für Charlotte. Der Gedanke, dass Charlotte die Zeit auf Haiti, wir haben es einfach nicht geschafft, dass unsere Ehe das übersteht. Hilfst du mir, Ralf? Wo wohnst du, bis ich mehr über das Kind auf dem Foto weiß? Keine Ahnung, vielleicht nehme ich mir ein Hotelzimmer oder... Du kannst bei mir wohnen. Die Adresse. Danke. Wozu hat mein Freund? Den besten Freund. Danke. Stefan war gerade bei mir. Wir haben ein Problem. Es kann sein, dass Charlotte noch lebt.